Herzlich willkommen. Wir sitzen hier im Palais Epstein am Wiener Ring und sprechen mit den Spitzen der neuen Regierung, mit dem neuen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Und dem neuen Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Im In- und Ausland ist aufgefallen, wie sehr Sie einander freundlich behandelt haben. Eine italienische Zeitung hat geschrieben, es waren fast brüderliche Liebesbekundungen. Jetzt gibt es ja in so einer Zusammenarbeit irgendwann auch eine Krise und dann wird man dann sagen, na, früher haben wir es so gut und jetzt geht es nicht mehr so gut. Warum haben Sie gar so betont, dass Sie so gut miteinander arbeiten können? Also Liebesbekundungen gab es keine, aber was es gab, waren Verhandlungen auf Augenhöhe, ein ordentlicher Umgang miteinander. Und vor allem auch eine gemeinsame Kommunikation nach außen. Und ich finde, das ist etwas Positives. Ich habe im Wahlkampf immer gesagt, was es braucht, ist eine Veränderung in der Politik. Was es aber vor allem auch braucht, ist ein neuer Stil in der Politik. Ein wertschätzender Umgang miteinander in einer Regierung, die wir gemeinsam bilden werden. Aber auch ein wertschätzender Umgang mit allen anderen Parteien im Parlament. Und das ist das, was ich immer so gelebt habe und das werde ich auch in Zukunft zu handhaben. Sie werden also nicht nur erleben, dass wir ordentlich miteinander umgehen, sondern ich möchte auch, dass wir mit allen anderen Parlamentsparteien sachlich zusammenarbeiten, das gegenseitige Anpatzen, das haben die Menschen satt. Jetzt habe ich natürlich im Archiv nachgeschaut, was Sie vorher übereinander gesagt haben. Das Böseste, was ich gefunden habe, war von Herrn Strache. Sie wissen, was jetzt kommt. Kurz geht politisch über Leichen, haben Sie im Mai gesagt. Haben Sie sich entschuldigt für den Satz? Ich stehe nicht an, dass das durchaus sehr überzogen war. Damals hatte ich die Auffassung und den Eindruck, dass das so sein könnte. Und manchmal, ja, da passiert einem ein Satz, der sicherlich überspitzt war. Aber ja, es ist uns ein Anliegen auf mehreren Ebenen. Ich meine, wir haben uns ja bis zu diesem Zeitpunkt und zum damaligen noch gar nicht wirklich persönlich besser gekannt. Und wir haben in Folge Gelegenheit gehabt, durch die Verhandlungen uns auch besser kennenzulernen. Und das ist ja keine Ehe und auch keine Liebesbeziehung, sondern das ist eine anständige Partnerschaft, wo wir uns inhaltlich im Interesse der österreichischen Zukunftsentwicklung auch gefunden haben. Und da ist natürlich einerseits die Professionalität, das, was uns sicherlich ausmacht, auf der anderen Seite aber auch die menschliche Ebene, denn ich habe gestern nicht umsonst gesagt, wenn man jemanden besser und näher kennenlernt, ja, aufgrund von Verhandlungen, dann kann man ihn auch menschlich und charakterlich besser einschätzen. Und da sage ich wirklich, da stimmt die Chemie bei allen ja, inhaltlichen Unterschieden, die wir auch haben, aber das ist eine Grundvoraussetzung und ich glaube, das erwarten die Menschen. Dann kommen wir zu den Inhalten. Und das vielleicht einen Satz noch, Herr Brandstätter, wenn ich darf. Sie haben von mir nie negative Worte über andere Politiker gehört. Ich habe in der Vergangenheit... Ich habe einen herausgesucht, ja. Das war in einer Diskussion. Sie sollten es genau mit den Fakten nehmen, damit Sie sich auf europäischer Ebene nicht lächerlich machen. Gut, also ja, war nicht ganz so böse. Ja, genau, mit den Fakten nehmen ist ja etwas, das ist sowieso gut, einer, ja. Okay. Was man in einer Diskussion sagen kann, wenn man das Gefühl hat, dass jemand da vielleicht nicht die richtigen Zahlen im Kopf hat. Aber ich habe in der Vergangenheit andere nicht angepatzt oder schlecht gemacht und ich habe es für die Zukunft genauso wenig vor. Dann kommen wir zu den Inhalten. Das, worauf die Leute gerne schauen, ist natürlich das Geldbörsel. Jetzt ist eine Kritik, die ich vor allem in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen habe, also keine linke Zeitung, dass da vieles noch vage ist und dass man es gern genauer wüsste. Wann wird es wirklich Steuersenkungen geben? Erste Frage. Und das zweite, genauso wichtige, diese 1500 Euro, die es für die Kinder geben soll. Wird es das für alle Kinder geben oder nur für die Kinder von Eltern, die Steuer zahlen? Weil über 1 Million Menschen zahlt keine Steuer. Haben die auch was von diesen 1500 Euro? Soll ich gleich starten? Bitte, ja. Zur ersten Frage. Unser Ziel ist es, im System zu sparen und nicht bei den Menschen. Wir sind eine Regierung, die sich dazu entschieden hat, keine neuen Steuern einzuführen, sondern Steuern erstmals seit langem in Österreich zu senken. Das werden wir umsetzen und das werden wir ab dem Jahr 2018 schrittweise umsetzen. Den Kinderbonus, den Sie angesprochen haben, das ist etwas, das wir uns fürs Jahr 2019 vorgenommen haben. Und es ist aus meiner Sicht eine ganz besonders gerechte Form der Steuerentlastung, weil es vor allem Familien entlastet und das sind all jene, die eine Doppelbelastung haben. Die haben Kinder, tun etwas für unsere Gesellschaft, weil sie Kinder großziehen, haben mehr Kosten, auch weil sie Kinder haben und sind darüber hinaus berufstätig. Aber eine Alleinerzieherin, die keine Steuern zahlt. Darf ich vielleicht nur den Gedanken zu Ende führen? Und dass eine Steuerentlastung denen zugutekommt, die Steuern zahlen,
Das ist bei jeder Steuerentlastung so. Auch wenn Sie einen anderen Weg wählen würden, wenn Sie die Lohn- und Einkommenssteuer einfach grundsätzlich senken würden, würden Sie auch nur all jenen helfen, die Steuern bezahlen. Und eine Alleinerzieherin, die profitiert genauso davon wie eine Familie von zwei Leuten, die verheiratet sind, wenn sie arbeiten geht und Steuern bezahlt. Aber Sie könnten genauso gut die Kinderbeihilfe erhöhen. Ja, das wäre ein ganz anderer Weg. Natürlich kann man das machen, aber unser Ziel ist ja nicht, als Regierung Förderungen und Beihilfen zu erhöhen und dann ständig noch höhere Steuern einzunehmen, so wie das in der Vergangenheit oft gemacht wurde, sondern unser Ziel ist, dass wir die Förderungen sparsam gestalten und gleichzeitig die Steuerlast in Österreich senken. Da mit einem Fokus auf Familie. Aber Herr Strache, Sie sagen 1200 Euro Mindestpension für alle, die 40 Jahre gearbeitet haben. Das heißt, das wird Geld kosten, das muss man woanders sparen. Wo? Also zum einen, wir stehen jetzt einen Tag vor der Angelobung und haben jetzt ein Regierungsprogramm auch gemeinsam in einer guten Art und Weise zustande gebracht. Und ja, es ist unser Anspruch, schrittweise, und da wird es viele kleine Schritte auch brauchen und benötigen, um den Berggipfel zu erreichen. Das wird alles nicht von heute auf morgen gehen. Ich sage, da sind wir keine Zauberer und keine Wunderwutzis. Aber wir haben vor, so rasch wie möglich bei den kleinen und mittleren Einkommen die ersten Entlastungsschritte auch zu setzen. Wenn es darum geht, dass Personen bis 1900 Euro brutto im Monat verdienen, die sollen auch im Jahr zwischen 350 und 500 Euro netto mehr haben. Das brauchen die Menschen für das tägliche Leben und auch für ihre Ausgaben, die sie zu tätigen haben. Und das ist eine spürbare Entlastung und auch im Sinne von sozialer Gerechtigkeit und Fairness auch der richtige Ansatz. Und bei den Menschen, die über 40 Jahre gearbeitet haben, ja, da ist es nur gerecht, dass diese Menschen, die diese Leistung auch erbracht haben und eingezahlt haben ins System, in Zukunft 1200 Euro Mindestpension netto erhalten. Einverstanden, aber es muss ja wohl gespart werden. Das ist richtig und wir werden natürlich auch im Bereich der Effizienzsteigerungen ansetzen und wir werden natürlich auch gewisse Beschlüsse, die auch kurz vor der Wahl gefasst worden sind, die nicht gegenfinanziert sind, auslaufen lassen. Jetzt sagt aber, weil wir kommen zu den Sozialversicherungen, da ist ein Bereich, wo Sie sparen wollen. Da sagen Kritiker, das Zusammenlegen allein bringt noch kein Ersparnis, sondern man muss bei den Leistungen anders, also aufpassen, dass nicht zu viel Geld ausgegeben wird. Und der Kollege Heimbuchner, Ihr Kollege Heimbuchner aus Oberösterreich sagt schon, er will auf keinen Fall eine Zentralisierung. Also da kommt sozusagen von den Bundesländern schon Widerstand. Naja, zum einen, das ist freiheitliches Programm. Wir sind ja auch mit diesem freiheitlichen Programm auch in die Wahl gegangen, die Sozialversicherungsträger von über 21 auf 5 senken zu wollen. Und das ist natürlich der richtige Ansatz. Aber das ist noch keine Sparnis, das ist noch keine Sparnis, ja, oder? Natürlich, ja, denn natürlich einerseits im Verwaltungsapparat haben sind Sie 2%. Ja, das wird so dargestellt. Ich glaube, dass es wesentlich mehr sind. Das wird noch spannend. Dass im Verwaltungsbereich hier wesentliche Einsparungen der Fall sind, ist außer Streit gestellt. Und das selbstverständlich in Zukunft dann auch im Bereich von natürlich Harmonisierungen, aber auch da oder dort, und ich sage das auch darüber hinausdenkend, im Gesundheitssystem Effizienzsteigerungen stattzufinden haben, das ist außer Streit gestellt. Wir wissen, dass alleine im Gesundheitsbereich 4,5 Milliarden Euro jährlich im System versickern aufgrund von Ineffizienz. Genau. Und das betrifft zum Beispiel, dass Pflegepatienten in Akutbetten untergebracht werden. Solche Mechanismen gehören abgestellt. Genau, das sagen die Fachleute. Ich bin ja kein Fachmann, aber ich erkundige mich. Ja. Und die sagen, wo du wirklich sparen kannst, ist bei den Spitälern. Also nicht, dass nicht alle Spitäler dasselbe machen, dass man Schwerpunkte macht etc. Das genauso wiederum richtig. Müsste man aber zentral steuern, sonst funktioniert es nicht. Wird das kommen? Also, aufpassen. Entschuldigung. Ja, bitte. Ja. Es geht nicht um Sparen. Ja. Im Gesundheitssystem. Das ist ein Irrtum. Um den effizienter soll es werden. Es geht darum, dass die Gelder, die eingesetzt werden, auch effizient sozusagen in dem System eine Umsetzung finden. Mhm. Und da ist einiges im Argen. Und da muss man natürlich auch hinterfragen, wenn ein Allgemeinmediziner heute im Quartal für einen Patienten wesentlich weniger bekommt als ein Facharzt, und, dann muss man hier überlegen, dass da oder dort in der Harmonisierung Steigerungen notwendig werden und vielleicht da oder dort Verflachungen. Mhm. Aber im Sinne auch eines gesamten gerechten Systems. Und warum soll nicht dann einmal die Zentrale in Zukunft in Linz sein von so einem Sozialversicherungsträger? Aber das führt zum nächsten Punkt, weil Sie das ja auch angekündigt haben, das, was beklagt wird seit Jahrzehnten, es gab eigene Kommissionen, zu viele Kompetenzen im Bund, in Ländern, man kennt sich nicht aus. Letztlich steht da in der Verfassung, das, was nicht geregelt ist, machen dann die Länder und das soll reformiert werden. Können Sie das etwas konkretisieren? Welche Kompetenzen sollen auf jeden Fall zum Bund kommen und was soll im Bund geregelt werden? Also das Wichtige ist, dass wir die Zahl
der Kompetenzen, für die alle gemeinsam zuständig sind, reduzieren. Das ist so wie mit der europäischen Ebene auch im Verhältnis zu Europa. Es gibt sehr wenige Bereiche, für die ausschließlich die Kommission zuständig ist oder die Europäische Union. Es gibt wenige Bereiche, für die die Nationalstaaten zuständig sind. Und es gibt ganz viele gemeinsame Zuständigkeiten. Oder wenn die Länder mitreden wollen. Das ist ja auch legitim. Es ist ja nicht schlecht, dass etwas in einem Bundesland oder in der Gemeinde entschieden wird. Ganz im Gegenteil. Ich bin jemand, der auf Subsidiarität setzt. Das heißt, ich glaube fest daran, dass viele Entscheidungen regional sehr gut getroffen werden können. Wichtig ist, dort, wo es möglich ist, zu entflechten, dass wir überall dort, wo es Sinn macht, es möglich machen, dass nicht mehr alle gemeinsam gleichzeitig zuständig sind. Ganz wichtiger Bereich. Und da wird eine Kommission, weil das hat ja der Herr Dr. Fiedler schon mal geleitet, da wird es eine Kommission geben, die das wieder sich ansieht. Es gibt sogar einen Minister, der sich das ansieht, das ist der Josef Moser, den ich ganz bewusst als Reformminister, aber auch als Deregulierungsminister in die Regierung hole, mit dem Ziel, dass er sich anschaut, in welchen Rechtsbereichen können wir entrümpeln, wo gibt es zu viele Verordnungen, zu viele Rundschreiben, zu viele Regulierungen, die wir so nicht brauchen. Und zum Zweiten sich natürlich auch die Kompetenzverteilung anschauen. Und ich glaube, dass da sehr viel möglich ist. Das muss nicht immer heißen, dass Kompetenzen zum Bund wandern, sondern das heißt, dass man Kompetenzen besser verteilt, dort, wo es möglich ist, Finanzierung aus einer Hand sicherstellt. Und ganz entscheidender Schritt, wir haben uns geeinigt auf die Transparenzdatenbank inklusive Sanktionen, wenn sie nicht befüllt wird. Warum ist das so wichtig? Weil erst dann weiß man, wofür der Staat überhaupt Steuergeld ausgibt. Vielleicht nur ergänzend zurück zu den Sozialversicherungsträgern. Da haben wir eine Expertin auch in Zukunft in der Regierung mit Beate Hartinger, die aus dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger kommt. Und ja, die hat genau den Ansatz, dass vieles im Interesse auch der Patientinnen und Patienten besser werden muss. Wartezeiten, Zweiklassenmedizin. Also ich glaube, da ist ein großer Handlungsbedarf da. Dass aber natürlich die Länder hier auch ihre Vorstellungen haben, das ist außer Streit gestellt. Und da wird man natürlich auch mit den Ländern sich auseinandersetzen und zusammensetzen. Nun, jede Reform ruft sofort Widerstand hervor, ist auch klar. Der Wirtschaftsbund hat heute ausgesendet, er freut sich über mehr Flexibilität, 12-Stunden-Tag etc. Sie haben aber gleich dann auch gesagt, naja, es ändert sich echt nichts. Beides wird nicht gehen. Mehr Flexibilität heißt, dass der eine oder andere vielleicht einmal 12 Stunden arbeiten will, obwohl er nicht will. Sie haben Sie richtig gesagt, einmal 12 Stunden arbeiten will. Sie haben oder wird. Gesagt muss, Sie haben ja gesagt will. Warum? Ich kann's, ja, wir, beim Journalisten braucht man das nicht sagen, ich weiß aber es wird auch Widerstand geben, oder? Das war ein freudscher Versprecher von Ihnen. Warum? Nein, kein freudscher, sondern mein Leben ist, ich will ja gern 12 Stunden arbeiten, aber es gibt auch welche, die das nicht wollen. Die müssen nicht. Der Wirtschaftsbund sieht das anders. Nein, also wir haben eine gesetzlich definierte Arbeitszeit, das sind 8 Stunden am Tag, 40 Stunden in der Woche. Und warum soll nicht jemand, der sagt, ich bin beispielsweise ein Bauarbeiter, ein Maurer, ein Maler aus Salzburg, aus Tirol, aus Oberösterreich, der in Wien eine Baustelle hat und jetzt die Woche in Wien arbeitet an dieser, bei dieser Baustelle, warum sollte er nicht die Möglichkeit haben zu sagen, ich will am Montag 12 Stunden machen, ich will am Dienstag 12 Stunden machen und am Mittwoch mache ich 8 und am Donnerstag 9 und dann fahre ich nach Hause, weil ich meine 40 Stunden erreicht habe und habe Freitag, Samstag, Sonntag Zeit für meine Familie. Warum soll das nicht möglich sein? Und ich sage, genau das ist im Sinne einer freiwilligen Flexibilität genau der Ansatz, wo viele Arbeitnehmer ein Interesse haben, solche Möglichkeiten zu haben. Kommen wir zu Europa. Eine proeuropäische Regierung. Jetzt gab es am Samstag in Prag ein Treffen der Europäischen Fraktion der Nationen und der Freiheit, wo sehr viele rechtsextreme Parteien sind, wo die FPÖ auch ist. Sie waren nicht dabei, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Dort wurde gerufen, es muss das Ende der EU geben. Das heißt, die Fraktion, wo Sie dabei sind, will das Ende der EU ausrufen. Da können Sie ja nur austreten, oder? Also zum einen, ich war bei dem Treffen nicht. Ich weiß auch gar nichts von dem Treffen. Ja. Ich habe alles nachgelesen. Frau Le Pen jubelt das Ende der EU. Also nein. Wir haben Wichtigeres zu tun gehabt. Also ich kann Ihnen eins sagen. Ich kenne ja dort auch die diversen Partner. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten und offensichtlich auch immer wieder andere Interpretationen der Medien über Ergebnisse, manchmal auch Verzerrungen. Ich sage ganz bewusst, warum. Die Lega Nord ist einer unserer Partnerparteien, die will keine Zerstörung der Europäischen Union. Im Gegenteil, die wollen eine gute Entwicklung einer europäischen Zusammenarbeit, aber halt im Sinne von Föderalität. Auch die Alternative für Deutschland zum Beispiel hat hier durchaus auch solche Überlegungen. Frau Le Pen will zerstören.
Das ist immer das, was ihr unterstellt wird. Ich habe das ja mehrfach gehört. Ich habe mehrfach auch. Na, Frage, bleiben Sie drin oder nicht? Ich habe mehrfach auch mit ihr gesprochen. Ja. Sie hat das immer anders auch zum Ausdruck gebracht mir gegenüber. Aber ich sage ja, wir sind in einer Fraktion. Ja. Um das auch einmal für alle mal klarzustellen. Es gibt dort unterschiedliche Positionen zu den unterschiedlichsten Themen. Und das heißt ja nicht, dass wir alle diese Inhalte anderer Parteien auch teilen. Aber wir haben eine Fraktion, wo wir uns auf gemeinsame Themenbereiche einigen konnten. Und das ist auch gut so im Sinne Europas, also Sie bleiben eine drinnen. Zusammenarbeit zu haben. Wir bleiben in dieser Fraktion. Okay. Aber ich habe auch gesagt, aufgrund des Ausscheidens der Engländer, aufgrund des Brexits, wird es in Zukunft so sein, dass es sicherlich im Sinne einer fraktionellen Weiterentwicklung Bewegung geben wird. Es werden neue Parteien vielleicht beitreten, beziehungsweise es wird sich vielleicht in Zukunft durch diese Gegebenheit eine neue Weiterentwicklung ergeben. Herr Kurz, jetzt hat... Und vielleicht einen Satz dazu. Für mich ist nicht relevant, was Frau Le Pen möchte, denn der französische Präsident ist Macron. Für mich ist relevant, was diese Regierung will. Genau. Und da haben wir uns auf ein ganz klares Programm geeinigt, nämlich einen proeuropäischen Kurs mit dem Ziel der Subsidiarität. Also eine Europäische Union, die stärker wird in großen Fragen und dort, wo Nationalstaaten gut alleine entscheiden können, auch diesen Freiraum zulassen. Ja, und das kann ich Ihnen auch sicherstellen. Ja. Also da sind wir Freiheitlichen gerade in einer Regierungsbeteiligung im Sinne einer positiven Entwicklung Europas ein verlässlicher Partner, aber auch ein Partner der österreichischen Bevölkerung, wenn es darum geht, die österreichische Neutralität und Souveränität zu schützen. Aber Sie haben in einem Kurierinterview auch einmal gesagt, schon ein paar Jahre her gebe ich zu, dass natürlich auch eine Volksabstimmung über den Austritt aus dem Euro eine Option sein muss. Das ist keine Option, wenn ich es richtig verstehe. Also zum gesetzlichen Prozedere und zum rechtlichen Prozedere. Ja. Aufgrund der europäischen Unionsverträge gibt es diese Möglichkeit wenn im Parlament eine Mehrheit so eine Volksabstimmung beschließen würde. Wir haben aber, und das ist in den Verhandlungen Position gewesen, wir wollten ein direktdemokratisches Modell mit verbindlichen Volksabstimmungen, auch zu allen Themen. Das war der ÖVP aber ein Anliegen, das nicht so zu sehen und auch anders zu gestalten. Und da muss man sich dann natürlich finden. Für uns ist aber der historische Moment, dass wir in Zukunft schrittweise die Einführung einer direktdemokratischen Initiative möglich machen, besonders wichtig, sie wird halt gewisse Bereiche betreffen, nämlich nationalstaatliche Gesetzgebung. Aber erst ab 900.000. Als erster verstanden. Schritt ist das so definiert. Ab 2022. Das war bei der ÖVP ein Anliegen. Also langsam, langsam. Und wir werden aber, und das haben wir auch festgehalten, wenn sich das in Zukunft auch bewährt, dann kann auch diese Hürde gesenkt werden. Zur Außenpolitik habe ich schon noch die Frage mit dem Russland-Vertrag, wo ja und da ich ja selber im kommunistischen Russland war, hat mir diese Formulierung wirklich amüsiert. Die junge Generation soll in Patriotismus und Arbeitsfreude erzogen werden. Das war bei den Komsomolzen nicht anders. Das machen Sie auf 5 Jahre geschlossen. Das heißt, mit dieser Kreml-Partei, Putin-Partei, haben Sie einen Freundschaftsvertrag. Das bleibt so. Wir haben eine Art Partnerschaftsvertrag, wie man den auch immer bezeichnen mag. Ja, der, wenn Sie den lesen, der beinhaltet das, was in unserer Regierungsarbeit eine Selbstverständlichkeit sein wird, nämlich, dass wir auf Regierungsebene mit den Regierungsvertretern, die aus dieser Partei kommen, auch laufend einen Gedankenaustausch leben werden. Und das ist auch gut so. Ja, aber, und das kommt nicht von mir, sondern das sagen mir Geheimdienstexperten in Österreich. Das kann natürlich ein Problem sein, wenn unsere Geheimdienste von FPÖ-Ministern kontrolliert werden, die gleichzeitig so gut mit den Russen sind, werden vielleicht westliche Geheimdienste nicht mehr so gern mit uns zusammenarbeiten. Also Moment einmal, wenn ein Minister Informationen aus seinem Ministerium an andere Regierungen widerrechtlich weitergibt, dann ist das ein Rechtsbruch und er macht sich strafbar. Und ich gehe nicht davon aus, dass das ein Minister der Bundesregierung vorhat. Ich glaube, man sollte jedem Regierungsmitglied die Chance geben, einen guten Job zu machen und man sollte ihn an seiner Arbeit messen. Wenn das jemand tut, dann verstößt er gegen österreichisches Recht und wird dafür bestraft werden. Solange er das nicht tut, sollte man es ihm aber auch nicht unterstellen. Ein Punkt noch, der Ihnen sehr wichtig war, eigentlich beiden Parteien im Wahlkampf, aber vor allem der FPÖ, Kammerzwang, Kammerpflichtmitgliedschaft, die bleibt jetzt, wenn ich es richtig verstehe, und Sie wollen mit den Kammern diskutieren, ob man die Beiträge senken kann. Das ist richtig. Wir haben hier zwei unterschiedliche Positionen gehabt, die aufeinander geprallt sind. Uns war es besonders ein Anliegen und auch wichtig, diese Kammerzwangsmitgliedschaft auch abzustellen. Dazu würde es eine Zweidrittelmehrheit auch benötigen und brauchen.
Ja, die Neos würden das ja machen. Naja, aber die ÖVP hat in dem Bereich kein Entgegenkommen gezeigt und wir wissen, die Sozialdemokraten sind hier auch sehr, sehr stark eingefahren. Das heißt, die Realitäten, und das ist das, was möglich war, und das hat ja auch Bismarck einmal gesagt, das politisch Mögliche möglich machen, und die Realpolitik besteht eben so, wenn man keine absolute Mehrheit hat. Und da war uns wichtig, wenn wir schon die Zwangsmitgliedschaften nicht abschaffen können, dass wir ansetzen, mit einem Prozess, mit den Sozialpartnern, mit den Kammern ins Gespräch zu treten, um einmal die auch aufzufordern, darüber nachzudenken, wie könnt ihr eine Reform möglich machen, wo eure Mitgliedszahler entlastet werden und trotzdem auch vielleicht ein besseres Service sicherstellen. Denn beide Träger zusammen haben über 1 Milliarde Euro an Mitgliedsbeiträgen pro Jahr und das ist in der Form nicht aufrechtzuerhalten. Und jetzt ist das das Modell und das werden wir dann bewerten und am Ende dieser Bewertung wird es eine Entscheidung geben. Und unser Ansatz, und da haben wir uns schon gefunden, ist jener, dass die Mitgliedsbeitragszahler auch wirklich eine Entlastung hier spüren müssen. Wobei es auch Leute gibt, die meinen, die Arbeiterkammer soll geschwächt werden, weil natürlich auch die ein oder andere Maßnahme es geben wird, wo die dagegen protestieren werden. Zum Beispiel im Arbeitslosenbereich werden die Beanspruchungen höher sein. Also man wird nicht, man wird eine Zeit lang nicht Geld bekommen oder nicht so viel Geld bekommen. Oder die Zumutbarkeitsbestimmungen soll verändert werden, steht im Regierungsprogramm. Dagegen werden sich Gewerkschaften und Arbeiterkammern wehren, vermutlich. Ne? Es wird immer wieder Diskussionen mit den Sozialpartnern geben. Das kann mal mit der Arbeiterkammer sein, das kann mal mit der Wirtschaftskammer sein. Wir haben uns entschlossen, dass wir eine starke Regierung sein wollen, die Entscheidungen trifft, auch wenn es Gegenwind oder Widerstand gibt. Und die Dinge, auf die wir uns verständigt haben, die sind sinnvoll, die geben den Menschen mehr Freiheit, aber sie helfen auch unserem Standort. Und wenn wir wirtschaftlich nicht erfolgreich sind, können wir den Wohlstand in Österreich auch nicht aufrechterhalten. Insofern, ja, ich rechne da und dort auch mit Gegenwind, aber das ändert nichts an unserer Linie. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage zu den Medien, weil ich gestern genau aufgehört habe, Herr Stache. Sie haben gesagt, Sie wollen mehr Objektivität im ORF. Wenn ein Politiker Objektivität will, dann will er Subjektivität, nämlich seinen eigenen Standpunkt. Jetzt in der Geschichte Österreich gab es nur einen Bundeskanzler, der den ORF freigegeben hat. Das war ÖVP-Kanzler Klaus. Er hat wirklich ein, es ist natürlich von dem Volksbegehren ausgegangen, aber dann gab es wirklich ein Rundfunkgesetz, wo sich die Politik zurückgezogen hat. Alle anderen haben zum Teil sehr brutal zugegriffen, auch Bundeskanzler, die sich liberal gefühlt haben. Ist das nicht eine Option, dass man sagt, man gibt den ORF frei und macht ein gescheites Programm und wir als Politik wollen euch nicht kontrollieren? Das wäre das Ziel für den ORF. Ich habe den Anspruch an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass er möglichst neutral und objektiv ist und dass er vor allem versucht, natürlich auch kritisch zu hinterfragen. Das ist die Aufgabe des ORF, egal welche Regierung es gerade gibt. Aber können Politiker immer beurteilen, was objektiv ist, oder? Natürlich nicht. Da spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung. Ja. Also ich liebe kritischen Journalismus. Ja. Ich bin mit kritischem Journalismus. Deswegen verstehen wir uns so gut. Groß geworden von 3% auf 26%. Ja, Nein, also entscheidend ist, dass kritischer Journalismus ganz wesentlich ist es in unserer Gesellschaft auch ist. Was wir sicherstellen wollen, ist, dass natürlich auch im Sinne eines öffentlichen rechtlichen Rundfunks es notwendig ist, dass es keine parteipolitischen Schlagseiten gibt. Das hat dort nichts verloren und das auch im Sinne von Effizienz. Genau. Da oder dort auch, ich sage einmal, vielleicht die Zwangsbeiträge zu hinterfragen sind und auch die Kosten, die dort ausgegeben werden im Sinne von Effizienz. Ja. Und ich glaube, auch dort kann es eine Effizienzsteigerung geben. Apropos Kosten, hohe Kosten sind nicht nur in der Bundesregierung, vor allem auch in der Stadt Wien angefallen. Durch das, was kritische Geister Inseratenkorruption nennen, werden Sie damit aufhören? Oder werden die neuen Minister jetzt auch Geld in den Boulevard schütten? Also ein Ministerium hat natürlich... Ich habe gesagt, wie gesagt, auch die SPÖ hat das massiv gemacht. Ja? Nur damit es nicht heißt, es geht gegen diese Parteien. Das hat vor allem auch die Stadt Wien ja massiv betrieben. Ja, es ist etwas, was in der Stadt Wien sehr massiv betrieben wird. Und auch vom Bundesregierung. In den Ministerien ist es so, dass die Ministerien über ein Werbebudget verfügen. Und es ist natürlich die Aufgabe eines jeden Ministers, das ordentlich sicherzustellen und da auch so zu arbeiten, dass nicht gewisse Medien bevorzugt werden oder andere nicht. Ja, selbstverständlich muss es unsere Aufgabe sein, auch in diesem Bereich sparsam und äußerst korrekt vorzugehen, damit es eben nicht zu solchen Entwicklungen kommt, wie es in der Vergangenheit teilweise auch so von stattgefunden haben. Vielen Dank. Ich habe heute geschrieben, jede demokratisch legitimierte Regierung muss eine Chance haben. Ist Ihnen schwer gefallen, das zu schreiben? Um Gottes Willen. Das ist eine unobjektive Unterstellung. Nein, ist mir nicht schwer gefallen, sondern ich glaube nicht, dass irgendjemand daran
zweifelt, dass diese Regierung demokratisch legitimiert ist. Und genauso ist demokratisch legitimiert, dagegen zu protestieren, was auch stattfinden wird. Und in diesem Sinne kann ich als Staatsbürger ja nur hoffen, dass es eine faire Auseinandersetzung gibt, und die wünsche ich mir. Danke. Vielen Dank. Ich danke schön.